Swirl TV. Stream what you really like. Hallo, Mark. Und was hast du so getrieben in den letzten 20 Jahren? Das Wow-Gefühl vom Original sollte man von T2 Trainspotting nicht erwarten. Trotzdem hat die Fortsetzung des 90er-Jahre-Kultfilms ihre Berechtigung. Wie die Filmfiguren dürfen auch die Zuschauer Touristen in ihrer eigenen Jugend werden. Jetzt gebt diesem Mann doch bitte eine Knarre. Ist das Kunst oder kann das weg? Nach dem Erfolg des ersten Films versucht John Wick Kapitel 2 dem wilden Geballere einen künstlerischen Anstrich zu verpassen. Vergeblich. Gemetzel bleibt Gemetzel, aber Keanu Reeves macht darin zumindest eine ganz gute Figur. Wie kommt's, dass du mich nicht magst? In welchem Gesetz steht, dass ich dich mögen muss? Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, stopfst dich mit meinem Essen voll, liegst in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Lange Monologe, wenig Schauplätze. Dass Fences ursprünglich ein Theaterstück war, merkt man dem Drama an. Regisseur und Hauptdarsteller Denzel Washington fordert Geduld von den Zuschauern ein und belohnt sie mit einer starken Erzählung und großartigen Darstellerleistungen. Wir verstehen uns super gut. Sind vertraut, zärtlich. Keiner belügt oder betrügt den anderen. Es ist nur nicht mehr wie früher. Ja. Wir streiten ja nicht mal mehr. Ja. Wenn man euch so hört, da hat man ja fast selber Lust, sich zu trennen. Pussy-Terroristin Caroline Kebekus erobert das Kino. In Schatz, nimm du sie liefert sich die Komikerin einen Sorgerechtsstreit der etwas anderen Art. Das Konzept ist gut, die Darsteller sind es auch, nur die Gags leider nicht. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.